Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Ich habe überlegt, jetzt die Mediatonbomben doch mitzunehmen, weil wir sie dann easy verkaufen könnten. So, und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal runter, hoffen auf das Beste. Wir müssen zurück in die erste Etage, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob wir mittlerweile hier sicher sind. Das war ein sehr komisches Geräusch. Wie von einer Powerrüstung. Wie, wo soll ich denn hin? Soll ich nach oben? Hä? Finde das automatische Forschungsterminal. Okay, muss ich doch in den zweiten. Oder den dritten. Ja, achso, da stand doch 3 drauf. Ich mag das nicht, dass hier überall diese Geräusche sind. Hier noch eine Macke in diesem Gebäude, ne? Das Gebäude macht mir so viel Angst, hier zu sein. Das ist echt unglaublich. Wir haben übrigens ein Level-Up, das müssen wir gleich noch machen, ne? Mittlerweile kriegen wir ja Karten oder können einen Spezialpunkt verschieben. Ich glaube, so war das. Und die töten sich da die ganze Zeit. Was ist da los mit denen? Wo töten die sich denn die ganze Zeit? Was ist denn los bei denen? Die schmeißen aber richtig in eine Party hier. Nee. Tuno Komeresu. Der ist der Kollege, der die ganze Zeit umbringt. Keine Ahnung. Ich würde es geil finden, wenn man irgendwie eine Möglichkeit hat, hier seine... Scheiße. Seine Sachen zu sichern. Also sein Geld. Auf eine Bank oder so. Dass nur das Geld geklaut wird, was du quasi in dem Moment bei dir hast. Was ja dann wahrscheinlich nicht sehr viel ist. Hm. Ah. Ist natürlich schwer. Gebe ich zu. So, Level Up, ne? Neuen Skill wählen oder... Skill wählen. Ach, ich kann wählen. Ich dachte, ich kriege eine zufällige Karte. Alles klar. Aber ich kann anscheinend... Sind das alle, die ich wählen kann? Filter? Ah, okay, ich verstehe. Das ist Stärke. Perception wollten wir. Und zwar, das ist doch Perception, oder? Ja. Meistergewehrschütze. Ja, machen wir mal. So. Kammerjäger kann dafür weg. Wir werden das jetzt alles perfektionieren, bis wir das perfekte Bild haben. Ich denke, so ist das auch gedacht. Läuft er irgendwie über mir herum? Ich weiß es nicht. Ich glaube über mir. Wir gehen mal noch eins höher und töten mal, was da oben rumläuft, weil das nervt mich gerade ein bisschen. Ich bin verwirrt. Keine Ahnung. Gehen wir in den zweiten Stock, der offensichtlich eigentlich der dritte ist. Aber vielleicht mussten sie den Fahrstuhl halt umprogrammieren. So, und hier soll jetzt irgendwas sein? Ich bin hier falsch. Ich glaube, wir überspringen ein Stockwerk, ne? Dieses Stockwerk überspringen wir. Was sind das für eins? Warte, wenn wir schon mal hier sind. Das Gleisgewehr möchte ich gerne behalten, weil guckt euch dir mal den Schaden an, das ist gar nicht mal so schlecht. Die Kampfflinte.
Maschinenpistole. Mr. Handy Sturmklinge. Na gut, die ist auch nicht so gut. Sturmgewehr. Kampfflinte. Ist auch eine Kampfgewehr. Du kannst weg und du kannst weg. Dann müssen wir jetzt noch eins höher, ne? Eigentlich. Ich hab gedacht, eigentlich, da kommen wir mit dem Fahrstuhl irgendwie hin, aber offensichtlich nicht. Nee, wir können doch keins höher. Oder etwa doch. Aber wenn wir jetzt in den... Ja klar, der zweite ist blockiert. Das ist doch nicht der zweite. Wenn ich jetzt in den dritten Stock gehe, ne? Dann gibt es eigentlich nur die Möglichkeit, mit dem Fahrstuhl hier runter zu gehen. Ich muss offensichtlich dahin. Das ist auch so eine Art Fahrstuhl. Das ist mehr als verwirrend. Vor allem ist hier irgendwie ein Ghoul reingekommen, ne? Aber da, vielleicht spawnt der Ghoul auch hier. Das kann sein. Und der Typ hat sich hier wirklich in Sicherheit gebracht. Ah, hallo, Mr. Flauschig. Na gut. Der Danzig, der tötet jetzt alle, alter Schwede. Okay, gehen wir in den dritten zurück und versuchen da von da aus irgendwie zurechtzukommen. Ich muss nur irgendwie meine Orientierung wiederfinden. Wir müssen ja eins höher, ne? Aber wie kommen wir eins höher? Ist das eine berechtigte Frage? Gucken wir erstmal. Auch wenn ich ehrlich gesagt hier nicht mehr sein will. Hier könnten einfach jederzeit Leute auftauchen und das ist mir ein bisschen zu blöd. Nee, höher geht nicht, ne? Tiefer aber schon. Scheiß Insektenviecher. Wie sind wir diese Insekten? Seid mal nicht so nervig. Wir gehen einfach mal zurück zum Ausgangspunkt. Ne? Ich hätte auch mit dem Fahrstuhl runterfahren können. Ja, stimmt, ich kann jederzeit mit dem Fahrstuhl hoch. Also gut, ich habe mir Redwürmer eingefangen. Wodurch? Ich wurde hier nicht mal angegriffen. Okay, wir rennen hier jetzt einfach durch. Scheiß auf die Ghule. Können wir dann gleich erschießen. Ich will nur auf die andere Seite. Und gucken, ob es da vielleicht einen Weg gibt. Und vielleicht ist ja auch unser guter alter Freund, die Eslette. Da oben. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie er heißt. Ich vergesse ständig den Namen von dem. Aber nennen wir ihn einfach freundlicherweise Eslette. Die ganzen Sachen sind hier schon neu gespawnt. So lange habe ich hier rumgespielt, weil ich gedacht habe, irgendwer will mich töten. Oh, hi. Weißt du? Kommen Sie da runter, junger Mann. Das ist gefährlich. Hä? Alles klar. Ach, da ist das Mopsy-Ding, was mich da die ganze Zeit geärgert hat, ne? Ja, das waren die 150 Kugeln, die ich geschenkt bekommen habe. Die sind jetzt weg. Aber es war es mir wert. Okay. Ja, scheiße, Mann. Er ist doch verarsche, oder nicht? Nee, hier ist nichts. Oder ist hier ein Fahrstuhl? Nö. Ich kapier's nicht.
Da muss ich hin. Das heißt wirklich auf diese... Auf diese Etage. Auf die andere Seite quasi. Aber da kommt man nicht hin. Jetzt nicht, dass ich wüsste. Hey! Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, unter mir war jemand. Ein Spieler oder so. Es hilft mir alles nicht weiter. So, ich versuche mal, einfach auf die andere Seite zu kommen. Das heißt, rein theoretisch müssen wir doch einfach nur hier oben hoch, ne? Dann sind wir ja auf dem Stockwerk, wo wir sein sollten. Ja. Nee. Ah, da ist der Fahrstuhl. Alter. Ganz ehrlich. Wo sind die Quests? Das verwirrt mich jetzt hier. Wie kommt man denn dahin? Ich habe so das Gefühl, dass... Man kommt von draußen hin. Ist nur so ein Gefühl. Weil da ist ja auch so ein Türsymbol. Also müssen wir versuchen, von draußen da hinzukommen, ja? Weil der Stock, wo wir hin müssen, das funktioniert ja nicht. Klar, hier ist die andere Seite. Okay, gehen wir raus. Ich weiß, wir haben jetzt hier ziemlich viel Zeit verdödelt. Ärgerlich. Komm, ziehen wir uns ein paar Kaugummis rein, die sind eh scheiße. Ups, das war schmutziges Wasser. Ja, wir müssen sowieso, oder ich muss nochmal sowieso zur Munitionsfabrik. So ein Bullshit. So viel Zeit hier vergeudet. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ich habe quasi noch die Möglichkeit, einen Weg versuchen, nach oben zu finden. Moment, verteidige oder wird die gerade eingenommen von jemandem oder soll ich die verteidigen? Ich glaube nur verteidigen, ne? Ich glaube, dann haben wir auch Zeit. So ein bisschen. Naja, viel zu viel Zeit verschwendet mit der Scheiße. Jetzt ist hier bestimmt irgendwo der Spieler, der hier stundenlang auf mich gewartet hat, bis ich rauskomme. Ich wette, ich muss irgendwie aufs Dach. Es gibt doch bestimmt einen Weg hier hoch. Deswegen mache ich das eigentlich ungern beim Let's Play, das mit der Munitionsfabrik, weil einfach jedes Mal dahin zu rennen ist halt kacke. Ich gehe ja schon. Ich bin schon da. Ich werde das Event schon nicht verlassen. Ja, kacke. Dann lassen wir das mit der komischen täglichen Quest. Wenn wir jetzt die ganze Zeit nichts finden, ist auch kacke. Wie er sich freut. Yes! Aber Small bekommen hat er. Sind die drin? Kann das sein? Oder sind sie auf dem Dach? Oh, schön ist, ich kann ja auch einfach reingehen. Ne? Tür zu, bitte. Aber die sind auf nur Level 5. Und Level 10. Irgendwie ein bisschen armselig. Oh.
Lass mich doch die Quest aktivieren. Ich habe sie aus Versehen ausgeschaltet, okay? Die anderen waren 42 und jetzt kommen die hier. Zwei Wellen. WTF. Wie sind die überhaupt reingekommen? So, wie viel Munition kriegen wir denn? 90. Der helle Wahnsinn ist was anderes. So, kommt jetzt die zweite Welle. Oh. Ich habe gerade einen Level 35er gesehen. Aber vielleicht ist das auch einfach nur diese komische Gestalt, die mich ständig verfolgt. Die ich überall sehe. Okay. Halt. Da ist Munition drin. So, lasst meine Tür in Ruhe. Ich mache euch schon auf. Hallo. Der ist schon ein bisschen auf einem höheren Level. Aurora, do your thing. Warte kurz, ja, warte, warte, nur eine Sekunde. So, jetzt können wir kämpfen. Ja, kommt einfach legendär. Oh, oh. Hör auf dich zu heilen. Hör einfach auf dich zu heilen, okay? So, das waren die 90 Munition, die ich hier hergestellt habe. Oh, das ist bitter. Metallrüstung, war ja klar. Er hält bis zu plus 3 auf alle Werte, außer Ausdauer, wenn die Gesundheit was? Das hört sich ziemlich OP an. Jetzt weg mit dir. Ich darf eigentlich keine Munition hier verschwenden. Ich stelle hier Munition her. Das ist doch kacke, wenn ich sie dann direkt bei euch verschwende. Oh, MC Zero wurde zerstört. Okay. Dann der. Ich glaube, am effektivsten ist der hier, weil wir die Fusionskerne echt easy organisieren können. Der andere ist stärker, klar. Und dann sollten wir sie auch nur gegen starke Feinde einsetzen. Was ist mit meiner Tür passiert? Brahmin-Gehege, haben wir glaube ich schon, ne? Und dann schließe ich einfach die hier ab. Und ich glaube, ich kann hier direkt alles reparieren, ne? Ja, gut, an Munition ranzukommen ist nicht so einfach. Ach ja, da ist ja zu. Aber ich kann ja von hier aus direkt schnell reisen. Also gut, wir haben erfolgreich verteidigt. Ich möchte gerne meine Mainquest weitermachen. Scheiß auf das tägliche, das Herz des Feindes. Bootcamp Blue. So, untersuche die Bruderschaft und die Brandbestien. Sag bloß, ich muss jetzt wieder... Können wir eigentlich direkt beides aktivieren, ne? Das hat wenig Sinn, wenn wir schon da sind. Ach! Leck mich doch. Ist nicht dein Ernst. Da sollte ich die ganze... Die wollten einfach nur, dass ich dahin gehe. Na gut. Ja, hier ist zum Glück Station Morgentown.
Warte kurz. Wir. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das gefällt mir gar nicht. Möchte jemand etwa hierher? Das will ich dir nicht raten, Kollege. Türen sind nämlich alle zu. Nur mal gucken, ob der hierher kommt. Weil ich brauche echt die Munition, weil ich sobald ein starker Gegner da ist, verschwende ich so viel Munition. Schon gar nicht mehr witzig. Ah ne, der fährt nur hin und her. Was ist das da? Achso. Sieht aus wie ein Gegner. Na gut. Gehen wir mal ganz kurz nach Hause. Hoffen, dass der Typ da gerade rumlungert und sich umguckt. Oh, ich bin überladen. Hä? Ich komme wieder. Okay, ich möchte gerne hier etwas bauen. Oder hatten wir drin auch eine Werkstatt? Ich habe keine Ahnung. Hier, damit die Leute auch wirklich hier einfach hingehen können und sagen können, hey, komm, ich muss da nicht einbrechen. Ich habe hier direkt so eine Werkbank. Hier, freut euch einen Keks. So, ich möchte den Superhammer. Da, den hier kann ich doch verbessern. Ah, der ist doch genauso wie mein anderer. Keine Ahnung. Oh, schon bin ich nicht mehr überladen. Perfekt. Gut, dann gehen wir mal zu meinem Camp. Wir haben auch ein paar neue Sachen bekommen währenddessen. Eigentlich könnte ich mal gucken, aber wir haben jetzt die letzten Folgen in der vorletzten oder vor drei Folgen schon ziemlich viel gemacht. Die Sonne, Freunde. Herzlich willkommen, Sonne. Drecksding. So, und ich möchte nochmal die Rüstung angucken, die ich gerade bekommen habe. Und natürlich den Rest abladen, weil es doch schon ein bisschen gefährlich ist, hier rumzulaufen. Und vielleicht sogar noch ein bisschen was mitnehmen. Ich denke jedes Mal, das sind Todeskralle bei mir zu Hause. Keine Ahnung. Ich bin vielleicht einfach ein bisschen blöd. So. Okay, ich möchte auch gleich direkt was mitnehmen. So, okay, Schrott. Weil sehr viel Platz habe ich nicht mehr. Ich muss mal kurz gucken, was ich hier entferne. Zum Beispiel hier Glasscherben, ey, ganz ehrlich, da nehme ich mir 100 Stück, lasse ich 100 Stück hier drin. Dann passt das schon. Knochensplitter genauso. 100 Stück lasse ich drin und dann alles den Rest verkaufen wir halt irgendwie. Korkschrott hier, was soll denn der Scheiß? Ja gut, dann hier so. Zack. Kupferschrott. Ja gut, das ist vielleicht was anderes. Rohgummi. Rohgummi bin ich ständig am Entfernen. Hier, da, zack. Stahlschrott. Brauche ich auch nicht so viel. So. Eigentlich muss ich das gar nicht machen, ne? Komm. Oh, die Glasscherben, dann bleibe ich noch voll. Eigentlich muss ich nur direkt zum Labor gehen, ne? Und von da aus mir einfach ein paar Sachen rauspicken. Dann brauche ich mir eigentlich keinen Stress machen. So, herstellen. Schmelzen. Nee, hier wollte ich nicht hin. Nützliches, Munition. War das nicht hier? Hä? War das hier? Bei der Bastelwerkstatt? Ah, hier. Okay, wir gucken mal. Blei. Ja, 1, 2, 3, 4, 5. So, 200 dürfte hier reichen. Komm, wir nehmen hier alles mit. Ganzen Scheiß. Brauchen wir nicht hier. Menge Glas.
So, Rohgummi. Super. Wie kann ich auf Suchen drücken? Für Suche markieren. Plastik. So, den Scheiß verkaufen wir jetzt einfach. Das ist der Plan. Habe ich jetzt alles dabei, ne? Ja. Ja gut, das mit dem Glasscherben ist jetzt kacke, aber... drauf gedingst. So, die Fastnachtmaske, ist ja ganz klar. Dann möchte ich gerne, wo ist mein... Na, da ist mein Chess. Und jetzt verkaufen wir den Scheiß. Meine Maske. Ach, schön. Wie fester, das habt ihr echt gut gemacht mit der Maske. So, Maske habe ich aber nicht auf. Okay, perfekt. Oh, ich bin Platz 2. Aus irgendwelchen Gründen. Haben die sich jetzt alle gegenseitig umgenietet? Ich habe keine Ahnung. So, ich möchte gerne... Weißt du, es ist kacke, dass du da nur deine Sachen verkaufen kannst. Dann gehe ich da jetzt hin, wird abgeknallt und dann habe ich auch nichts von, oder? Das müsste eigentlich so eine Safe Zone sein. Innen drinne. In dem Bahngebäude. Müsste eigentlich ein Safe Place sein, zum Verkaufen. Weil wenn du es da reinschaffst, kannst du deine Sachen verkaufen. Es war, klar, es ist natürlich nicht Survival und so, aber irgendwo können die Leute halt davor hängen und hoffen, dass da irgendwo mal jemand kommt. Und ich meine, man landet ja automatisch nicht mal drin. Decken Sie sich. Handeln mit mir. Solange Sie die Möglichkeit haben. Sehr schön. So, wo die Anstaltssachen? 2. Okay. Mir wurde gesagt, ich soll die. Können Sie Ihre Vorräte auffüllen? Ja. Bürger. Ich soll die. Habe ich die nicht mehr dabei? Die Anstaltssachen verkaufen. Schlagen Sie jetzt. Hatte ich nicht welche? Zu, solange der Vorrat reicht. Ich hätte schwören können, ich hätte Anstaltssachen dabei gehabt. Na ja, gut. Egal. So, ich muss nämlich meine ganzen billigen Sachen verkaufen, wie das Bowie-Messer. Ich bin zum Handel mit Vorräten und Ausrüstung autorisiert. Hier die Splittermine, Splittergranate, Plasmagranate, Molotow kann weg. So, das war's zu den Sachen, ne? Raider-Brustteil weg. Bereit zum Handel mit Vorräten. Du hältst bis zu 3, plus 3 auf alle Werte außer Ausrüstung. Ausdauer, wenn deine Gesundheit niedrig ist. Ja, ist eigentlich schon nicht schlecht, ne? Kann man behalten. Das kann aber weg. Du regenerierst außerhalb des Kampfes, ist auch noch gut. Du kannst weg. Schaden durch Tiere, du kannst weg. Du kannst weg. Zu, solange der Vorrat reicht. So, was hast du denn so Schönes, was man bei dir so kaufen kann? Nudelholz. Nichts Geiles, ne? Willkommen, Bürger. Ich bin zum Handel mit Vorräten autorisiert. Schlüsselkarte, Schallplatte abrufen. Ah, da wurde mir ja gesagt, keine Ahnung, was die bringt. Warum hauptsächlich teuer? Ja gut, hier gibt's nichts. Alles klar, wir sind unser Zeug losgeworden. Sehr schön. Wie viel wiegen wir jetzt? Falsche Taste. 269. Keine Ahnung, wo mein ganzes Gewicht herkommt. Naja, gehen wir erstmal dahin. Aber Freunde, ich würde sagen, vorher beende ich mal die Folge. Ich weiß, der Anfang war recht zäh, weil ich Sachen gesucht habe, die ich nicht gefunden habe. Hey, cooles Versteck. Naja, ansatzweise. aber morgen wird es bestimmt besser. Haut rein, euer Zero. Tschüss.